Servus Leute, ich möchte mich nur ganz kurz bei Ihnen einen kleinen, ganz kurzen Statusbericht bei euch melden. Ja, letztes Mal habe ich mich gemeldet gehabt, da war ich gerade das erste Mal so richtig ja, im Spital, habe das sozusagen die erste Untersuchung gehabt, habe dann noch einen CT-Termin gehabt. Leider ist es ein bisschen schlimmer als gedacht. Es ist nämlich die Schulterpfanne, ein ja, kleineres, größeres Eck abgebrochen. Und das muss leider operativ. Ja, angeschraubt, verdrahtet, keine Ahnung ganz genau was. Das hat der Arzt gesagt, ja, das macht er so. Wenn er reinschaut, dann sieht er dann, was er zu tun hat. Das ist immer die beste Aussage. Ich hoffe, dass das alles, na, es wird schon alles passen. Jetzt wollte ich mich nur ganz kurz melden, weil ich jetzt schon länger, jetzt eine Woche lang nicht gemeldet habe. Es ist so, ich komme jetzt morgen ins Spital, halt, ich lade das Video jetzt gleich hoch, wenn ich das aufgenommen habe. Komme morgen ins Spital, wird stationär aufgenommen, werde am Mittwoch dann operiert. Werd dann so, ja, wahrscheinlich bis nächste Woche, Montag, Dienstag, so irgendwas im Spital bleiben müssen. Und dann komme ich wieder raus und dann werden wir mal weiterschauen. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich meine Hand dann bewegen darf, kann. Jetzt gerade ist es so, dass ich die rechte Hand im Endeffekt ja, nicht drehen kann. Und das ist natürlich problematisch mit der Maus. Jetzt mache ich das meiste mit der linken. Und bin auch nicht viel am PC, weil es mich eigentlich überhaupt nicht interessiert. Ich habe null Lust, dass ich mich da irgendwie herumbemühe, ja, mich mühsam herumärgere mit der linken Maus. Aber ich habe mir gedacht, dass so als Ablenkung auch für mich ein bisschen, ich werde jetzt nachher noch einen Stream starten, ein bisschen. Ich weiß noch nicht was, wahrscheinlich wird es ein bisschen Hearthstone sein. Oder irgendein anderes Spiel, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Irgendwas, was halt halbwegs mit der linken Hand machbar ist. Mich würde es freuen, wenn ihr dabei seid. Und ich halte euch natürlich wieder am Laufenden. Halt alle, die mich auf Twitter bzw. Facebook verfolgen, die bekommen natürlich eh laufend Statusberichte. Die haben auch das schon gewusst, dass ich jetzt operiert werden muss. Jetzt hab ich eine Verkühlung gehabt. Jetzt darf ich erst diese Woche operiert werden. Und lauter so Kleinigkeiten. Halt, es ist jetzt gerade ein bisschen ja, Chaos und Zach und ich bin eh schon genervt und mich fuckt eh alles so richtig an, aber was willst. Was willst du dagegen machen? Da hat es noch ein paar Probleme mit der Versicherung gegeben, aber das können wir eigentlich mal in einem Livestream oder in einem Bad erklären oder mal mit euch drüber reden oder sonst irgendwas. Aber das Ganze erst nachher, wenn ich wieder genesen bin. Ich hoffe, dass das jetzt nachher, nach der OP, so eine Woche dauert, dass ich nachher halbwegs ein bisschen meine rechte Hand bewegen kann. Dass sie nicht mehr so einbetoniert, so ungefähr wie jetzt ist, halt, weil ich habe so eine Oberarm. Halt so eine Bauchbandschette mit so einer Schleife, wo du die Hand halt drinnen haben musst und dann am Oberarm ist jetzt noch einmal hingebunden. Und das Problem ist, ich kann schon die Hand aus der Manschette rausgeben, kann auch links und rechts bewegen, nur ich kann den Oberarm nicht bewegen und das könnte bei, beziehungsweise ich kann nicht so hoch hinauf, wie mein Tisch ist. Halt, ich müsste mein Sessel hinauflassen und ihr wisst ja, mein Sessel ist nicht gerade der Wahnsinnsding. Aber es wird schon wieder laufen und ich hoffe, beziehungsweise ich bin mir ziemlich sicher, dass das nach der OP ein paar Tage dauern wird oder eine Woche dauern wird und dann wird es schon wieder gehen. Zumindest halbwegs Zeug. Ich will auf jeden Fall, dass ich nach der OP einfach sicher sein kann, dass das ja, das passt wieder alles, das ist, da liegt nichts lose herum drinnen oder sonst irgendwas. Da kann ich, bin, habe ich einfach mehr Vertrauen nachher auf das Ganze auch. Und deswegen wird es danach sicher irgendwas geben. Nur jetzt gerade ist es einfach so, ja, ich habe mir gedacht, wurscht. PC hast keine Motivation zum Sitzen. Ich lieg meistens nur im Bett, du Fernsehen, du urviel schlafen. Ich bin so K.O. Ich nehme natürlich Schmerztabletten auch, weil sonst geht es gerade überhaupt nicht. Und ja, das wird nach der OP eine Zeit lang dauern, aber dann werde ich hoffentlich wieder, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass ich wieder voll fit nach irgendwann durchstarten kann. Ich hoffe, dass ich bis Ende der Osterferien, also Ostern, Sonntag, Ostermontag, so halbwegs mit der Rehabilitation fertig bin, dass ich wieder normal beim PC sitzen kann, normal meine Tastatur bedienen kann, normal meine Shortcuts bedienen kann. Ihr glaubt nicht, wie nervig das ist, wenn man einen Text schreibt oder irgendwas nur kopiert Dateien oder sonst irgendwas und du kannst nicht die scheiß zweite Hand benutzen, dass du die Shortcuts mit der Maus, halt mit der Tastatur machen kannst, weil du die auf der Maus hast. Jetzt musst du das alles so mühsam, halt, ihr könnt es nicht glauben. Es ist wirklich kein Zuckerschlecken, das Ganze.
Ich bin halbwegs jetzt wieder motiviert, dass das halbwegs vorangeht. Es war eine Zeit lang mit der Krankenkasse ein bisschen was, weil ich seit ja, November nicht versichert war. Angeblich ohne Meldung der Krankenkasse, dass ich nicht mehr versichert bin. Jetzt hat es da auch Probleme gegeben, wer übernimmt die Behandlung. Das ist jetzt derweil einmal auf Privatkosten alles. Ist natürlich bei so einer OP ziemlich heftig und bei so einem Spitalaufenthalt, aber ich habe jetzt die Bestätigung bekommen, auch von der Krankenkasse, dass das alles übernommen wird und oder hoffentlich alles übernommen wird, halt derweil telefonische Zusage. Aber das wird schon passen. Ich möchte mich nur so mal sozusagen für die nächsten, ja, für die nächste Woche mal, schätze ich mal, verabschieden. Ich halt zumindest auf YouTube. Ich werde zwar aktiv sein, vielleicht in die Kommentare lesen, schreiben, geben am Arsch. Deswegen beantworte ich auch fast keine Kommentare. Ich bin auf Twitter aktiv, ein bisschen mein Handy tippen, das geht immer wieder. Ich würde auch schauen, dass ich die Kommentare auch ab und zu beantworte. Werde auch unter diesem Video wieder so eine Statusmeldung schreiben, so vielleicht alle 2, 3 Tage mal, wie es mir geht und so weiter. Ich will einfach, dass die YouTube-Community auch Bescheid weiß, wie es ausschaut. Und nicht nur die auf Twitter sind, die auf Facebook sind, die vielleicht noch sonst irgendwo mit mir Kontakt haben. Aber allerletztens möchte ich aber nochmal vielen, 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 vielen Dank sagen für alle, die mir be gute Besserungswünsche geschickt haben. Es waren so viele, es waren so unzählige Kommentare, es waren so viele Skype-Nachrichten, es waren so viele Facebook-Nachrichten, es waren so viele, keine Ahnung, Twitter-Nachrichten, und das Video, Likes und so weiter und so fort. Und man merkt richtig, dass sie die Videos vermisst und das ist für mich auch einfach eine Bestätigung, dass ich was richtig gemacht habe und dass ich das danach auch wieder machen werde. Ich möchte einfach noch einmal Danke sagen für die ganzen Besserungswünsche, nicht Glückwünsche, es ist ein bisschen blöd. Wie der Unfall passiert ist und so weiter, das werden wir vielleicht in einem anderen Vlog oder sonst irgendwas mal wieder besprechen. Und wenn nicht, dann in irgendeinem Bad. Es ist halt wirklich blöd gelaufen. Und dann erfahrt ihr auch mehr. Ich möchte jetzt Tschüss sagen und nochmal Danke für die Besserungswünsche. Und man hört sich dann spätestens hier auf YouTube, ich schätze mal so in 1, 1,5 Wochen. Wenn es was anderes gibt, gibt es natürlich noch meine Kontakte wie im Manikus und so weiter, die mir dann, ja, falls es länger dauert oder sonst irgendwas, irgendwelche Statusmeldungen unter das Video posten können oder auch einige von der Community, die dann ein bisschen mehr wissen, die mich auf Steam, sage ich, auf Facebook und auf Twitter und so weiter verfolgen. Und die werden sich dann auch äußern. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass da ein Autor ein bisschen was schreiben wird, immer wieder. Und so weiter. Und die anderen natürlich auch. Ich sage nochmal Danke und man hört sich dann circa in einer Woche. Und vielen Dank für die Besserungswünsche. Vielen, vielen Dank. Ihr steht richtig hinter mir und das ist einfach das Geilste, so eine Community zu haben. Ich bin für heute raus und man hört sich dann. Bis dann. Tschüss.